Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Warte, ich kenne euch doch. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Zweifellos bittet er darum, seine Truppen in meinem Schloss stationieren zu dürfen. Wie oft muss ich ihm das noch abschlagen? Nun, raus damit! Aha. Gebt die Dokumente meinem Vogt. Stellt euch nicht so an. Proventus hält seine Augen für mich offen. Gebt mir den Brief einfach. Sobald ich ihn habe, kann ich damit doch machen, was ich will. Gut. Diese Berichte sind ja interessant. Proventus, was haltet ihr von der ganzen Angelegenheit? Falls Ulfric Weißlauf angreifen sollte. Wie bei allem ist auch hier Vorsicht geboten, mein Herr. Wir sollten abwarten und sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Die Beute wartet. Ich sehe das genauso wie Irilith. Es ist an der Zeit zu handeln. Ihr plant, nach Windhelm zu marschieren. Ich bin kein Dummkopf, Proventus. Es ist an der Zeit, Ulfric herauszufordern. Er soll sich mir wie ein Mann zeigen oder seine Absichten kundtun. Er wird nichts dergleichen tun. Er war Torek gegenüber sehr direkt. Torek? Er ging einfach auf den Jungen zu und brachte ihn um. Dieser Junge war der Großkönig von Himmelsrand. Ich bin vielleicht nicht der Großkönig, aber ich bin auch kein Junge mehr. Wenn Ulfric meine Herrschaft anfechten will, nach alter Tradition, dann soll er das doch. Obwohl ich vermute, dass er wohl lieber seine Sturmmäntel schickt, um das für ihn zu erledigen. Ja, er hat bereits seine eigene Stärke unter Beweis gestellt. Nun ist seine Armee dran. Könntet ihr dann wenigstens General Tullius' Anliegen prüfen? Ich meine, wenn ihr Jarl Ulfric unbedingt beleidigen wollt. Die Beleidigung geht von Ulfric aus. Aber Proventus hat recht. Für Ulfric ist es klar, wer sich seinem Anspruch widersetzt, steht auf der Seite des Kaiserreichs. Und was ist so falsch daran, statt der eigenen Leute ein paar Soldaten in den Tod zu schicken? Es erscheint feige. War es denn feige, das Weißgold-Konkordat anzunehmen? Kommt ihr mir schon wieder damit? Das war etwas anderes. Hätte ich den Bestimmungen des Vertrages denn widersprechen können? Nein. Die Jarl wurden nicht gefragt. Man hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Goldtruhen haben auch nicht geschadet. Verdammt nochmal, hier geht es nicht um Gold. Es ist Zeit für eine Entscheidung. Fürst, haltet ein. Wir sollten prüfen, ob Ulfric es ernst meint. Oh, er meint es ernst. Aber das tue ich auch. Endlich. Ihr da. Ich habe hier eine Botschaft, die ihr unserem Freund, dem geschätzten Jarl von Windhelm, überbringen sollt. Bringt diese Axt zu Ulfric Sturmmantel. Wie lange seid ihr schon in Himmelsrand? Ja, gebt dem Kerl meine Axt. Wenn er sie euch zurückgibt, heißt das, dass wir noch eine Rechnung zu begleichen haben. Behält er sie hingegen, dann herrscht Frieden. Stimmt. Er ist ein gefährlicher und blutrünstiger Mann. Doch er ist auch ein Nord, der unsere Traditionen ehrt. Bleibt geistesgegenwärtig, dann wird euch auch nichts geschehen. Und kommt danach hierher zurück. Denn falls Ulfric nicht blufft, werde ich alle wehrhaften Männer brauchen, um Weißlauf zu verteidigen. Männer, die einander verstehen, sollten keine Worte verschwenden. Wenn ein Krieger einem anderen seine Axt überlässt,
sagt das alles. Ulfric wird die Bedeutung dieser Tat kennen. Gut. Gut. Was? Proventus, bringt mir die Schreibfeder und das gute Pergament. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, Fürst. Ich habe... Ja, zu General Tullius. Ich muss einige Dinge klarstellen, ehe ich seine Soldaten akzeptiere. Excuse me, my friend. Ich habe mir mein Vermögen als Schiffskapitän erarbeitet, aber jetzt bin ich im Ruhestand. Ja, Dovahkiin, wie kann ich euch helfen? Ja? Fasst euch kurz, ich habe viel zu tun. Tatsächlich? Ich hatte mich schon gefragt, wann er sich dazu aufraffen würde. Oh, was ist das? Ah, tapfer, eine solche Botschaft zu überbringen. Wie schade, dass ihr euch die falsche Seite ausgesucht habt. Ihr könnt diese Axt dem Mann zurückbringen, der sie geschickt hat. Und richtet ihm aus, er könne sich auf Besucher einstellen. Ich erwarte in nächster Zukunft einige Aufregung in der Stadt Weißlauf. Ich habe den Menschen gezeigt, dass es uns schwach macht, wenn unsere Jarl die Milch des Kaiserreiches trinken. Nun muss ich ihnen den Weg zeigen, der uns zu unserer Stärke zurückführt. Ohne Opfer gibt es keinen Fortschritt. Keinen Weizen, ohne die Spreu davon zu trennen. Das Kaiserreich und die Jarl, die es stützen, müssen fortgefegt werden. So will es das Volk, so will ich es. Ach, ja, vielleicht ereilt mich der Tod in einer dunklen Gasse durch ein Messer im Rücken. Aber die Menschen haben die Wahrheit gesehen und sie werden nicht mehr klein beigeben. Schneller als ihr glaubt. Gibt es Neuigkeiten von Hochfels? Kein Mucks. Diese weichlichen Bretonen machen keinen Finger krumm, um ihren Nachbarn zu helfen. Das sollte uns wohl nicht... Ihr bringt nichts als Ärger. Dort hatten sie nie viele Probleme mit dem Kaiserreich. Ihr braucht etwas? Diese Milchtrinker. Könnten ja? Hilfe sein. Halten sich für was Besseres. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Nichts als Pferde. Den ganzen Tag. Wisst ihr überhaupt, wie langweilig... Wolfrieda ist nervtötend, aber sie zahlt gut. Zum Glück kann mich etwas... Soll ich euch mitnehmen? Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ist noch jemand?
kaum glauben, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Mein Papa hat immer gesagt, dass man sich nicht um Dinge Sorgen machen soll, die man sowieso nicht ändern kann. Wenn es das Schicksal so will, dass ein Drache mein Leben beendet, dann soll es so sein. Bis dahin lebe ich mein Leben so, wie ich es will. Manchmal macht ein schnelles Ross den Unterschied zwischen Leben und Tod aus. Bei den Göttern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Sonne fühlt sich gut an, hä? Es wird schon wieder richtig heiß draußen. Werkzeuge, Waren und Waffen. Mögen die Mond, sie werden euch nie kommen sehen. Möge euer Weg euch ermüdet diesen Wüsten. Wir sind Wüstenbewohner. Der Nordwind lässt unsere Knochen erzittern. Das Glück lächelt auf dieses Treffen herab. Werft einen Blick darauf. Ich hoffe, ihr kommt wieder, um mit uns zu handeln. Ihr seid der Beste. Könnt ihr mein Vater sein? Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das. Nehmt euch einen Moment Zeit, um zu Atem zu kommen, Soldat. Aber diese ganze Herumsteherei ist doch Mist. Atmen! Ihr habt die Axt zurückgebracht. Ich wusste, dass dies seine Antwort sein würde. Gleich nach eurer Abreise habe ich General Tullius benachrichtigt, der so freundlich war, uns einige seiner Truppen und Legat Scipius hier zur Verfügung zu stellen. Soll Ulfric doch versuchen, an unseren vereinten Streitkräften vorbeizukommen. Ich überstelle euch wieder der Armee. Legat Scipius wird Verwendung für euch haben. Mögen die Götter uns beistehen. Ulfric Sturmmantels aufgespießten Kopf. Denkt ihr,
Ulfric, gehe es um die Unabhängigkeit von Himmelsrand oder das Wohl seines Volkes? Das schert ihn einen Dreck, das sage ich euch. Er ist doch nichts als ein barbarischer Abtrünniger, dessen Machthunger unzähligen Unschuldigen das Leben gekostet hat. Die Außenmauern sind solide. Warte, ich kenne euch doch. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann. Und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Ihr könnt weitergehen. Sie haben Katapulte. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Wo haben Sie die Katapulte her? Als ob die Stadtmauer nicht schon brüchig genug wäre. Ich kenne euch doch. Genießt euren Besuch in Dracht. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann. Und jetzt werdet ihr für eure Auch gut. Ich Die Sturmmäntel sind hier. Und zwar in Vollbesetzung. Geht hinunter an die Front. Das ist der entscheidende Augenblick. Wir müssen die Stadt halten. Bewegung! Der Jarl ist... Was immer ihr benötigt, Drachenblut, teilt es mir einfach mit. Schönes Wetter für einen König. Heute ist der Tag, an dem wir uns den Sturmmantel und den Jarl, die seine Rebellion unterstützen, eine Nachricht schicken. Aber seid euch dessen immer bewusst. Was wir hier heute tun, tun wir für Himmelsrand und seine Bewohner. Indem wir das Geschwür dieser Rebellion herausschneiden, werden wir dieses Land wieder gesund machen. Alles bereit machen! Mir hinterher! Für das Kaiserreich! Für die Armee! Gar nichts!
mal herhören. Der Jarl möchte etwas sagen. Sonnt euch in den Sieg, den ihr heute errungen habt, so wie die Götter sich in eurer Ehre sonnen. Sie singen bereits von eurem Mut und eurem Können. In den Hallen von Sofengerde erschallen ohne Zweifel Lobpreisungen zu euren Ehren. Indem ihr diese Sturmmantelverräter bezwungen habt, habt ihr ihnen die Sinnlosigkeit ihres Tuns aufgezeigt und die Überzeugungen in euren Herzen. Die Bürger von Weißlauf stehen für immer in eurer Schuld. Doch Ulfric wird hier nicht Halt machen. Nein, er wird auch weiterhin alle wahren Nord angreifen, die dem Kaiserreich treu bleiben. Er wird auch weiterhin Zwietracht und Chaos sehen, wo er nur kann. Und so müssen wir alle den Kampf gegen diese Aufrührer fortsetzen, auf dass unsere gefallenen Brüder nicht umsonst gestorben sein mögen. Unsere Ehre gebietet es, diesen blutrünstigen Bestien zu verbieten, sich auf unserem Grund und Boden herumzutreiben. Weiter so, Männer! Ihr habt meinen Dank und meinen Segen für Weißlauf, für das Kaiserreich! Ja!